Ja, gut, auf jeden Fall. Erstmal gut, dass wir das am Ende irgendwie noch gewonnen haben. Es war noch ein knappes Ding und ja, darüber bin ich sehr zufrieden. Ja, es war am Anfang sehr sicher auch, wenn es ein Eindruck in so unserem Hörer ist, nicht fertig sein. Ja, mit der Manndeckung von der Verwaltungsdeckung haben wir kurzzeitig den Faden verloren, den am Ende aber rechtzeitig wieder gefunden, um das wieder nach Hause zu schauen. Also kein Abbruch in diese Serie, Gott sei Dank. Oder der Geisterfahrt gut persönlich mit dir? Ja, zwei Konter verknallt, aber sonst ganz gut, denke ich. Wunderbar. Dann ganz viel Glück für später noch. Super, ehrlich zu sagen, erstmal schöne Erholung und bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Also es war richtig hart. Also wir führen mit 6 Toren, 7 Toren und lassen sie da wieder rankommen. Das darf uns hier vor allem in der eigenen Halle nicht passieren. Wir müssen analysieren, was gelegen hat, aber danach stark in dieser Drucksituation rauskommen und das Ding noch drehen. Ist Ihnen persönlich die Feuerwehraktion aufgefallen, also dass das Publikum heute anders gemacht hat als sonst mit den Rufen, die und so weiter? Das kriegt man nur ein bisschen mit, aber was man mitkriegt, ist die tolle Unterstützung von euch, die Wahnsinnsstimmung. Und das ist eigentlich in jedem Heimspiel, egal was da geschrieben wird. Es ist einfach toll, hier zu spielen und das beweist auch 10 Siege in 10 Spielen. Ja, die letzten 10 Minuten standen ja auch schon wieder alle von ihren Plätzen auf. Deswegen, wie ist deine Einstellung zu diesem nächsten Spiel? Wie bereitet ihr euch vor, weil es ist ja nicht der nächste schon wieder gegen Flensburg? Ja, jetzt steht am Samstag erstmal ein schweres Spiel gegen Wetzlar. Da bereiten wir uns jetzt intensiv vor und dann gucken wir von Spiel zu Spiel. Es ist ja auch ein bisschen ein Spiel um Platz 6 und den wollen wir unbedingt verteidigen. Gegen Wetzlar, nur mal so am Rande, gibt es übrigens immer noch bei Wetzlar. Also wenn ihr mitfahren wollt und die Mannschaft so unterstützt, dann unbedingt bei den Feuerwehren melden und dann können wir da weiter machen. Wie nun, ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Danke. In der zweiten Halbzeit sind wir nicht so aggressiv in der Abwehr gewesen und haben sie zu viele einfache Tore machen lassen und haben dadurch auch vorne so einen Faden verloren. Sie haben mit ihrer offensiven Halbdeckung uns so ein bisschen aus dem Griff gebracht und dann hat es einfach zu lange gedauert, dass wir uns wieder gefangen haben. Und somit sind wir, ich glaube, von 23-18 auf 24-23 weggegangen. Das dürfen wir nicht nochmal haben, das war ein bisschen schade. Letztendlich aber dann auch glücklich zum Erfolg gekommen und unsere Punkte geholt, deshalb sind wir jetzt zufrieden. Ja, absolut. Wann ist dann auch mal, also in der zweiten Halbzeit, so ein bisschen mehr Konzentration oder ist es dann möglich, wenn da der eine oder andere Fehler passiert, dass dann wieder der Boden geht? Ja, ich denke ja, also wir haben nicht mehr so schnell den Ball laufen lassen im Angriff, haben zu viele einfache Fehler gemacht, auch mit Tempo-Gegenstoß, einfache Passfehler. Das liegt zum Teil an der Konzentration, da muss man sich dann zwingen, über 60 Minuten konzentriert zu bleiben. Ja, darf nicht mehr passieren. Passiert leider. Vielen Dank auf jeden Fall an euch, von den Rekord, dass ihr in den letzten 10 Minuten alle aufgeschlagen seid. Ich glaube, das hat euch auch nochmal nach oben gebucht und dann sogar eine Erscheinung. Ja, vielen Dank, dass ihr alles hier rückgeführt habt. Und dann wünsche ich euch auch hier erstmal einen wunderbaren Abend und dann sehen wir uns das nächste Mal hier wieder. Danke dir. DHFK TV wurde Ihnen präsentiert von Allianz.